So, schauen wir mal, was kriegen wir als Zufallswurf raus? 13. 13 ist eine Primzahl, hat also theoretisch keine Wirkung, soweit ich weiß. Brauchen wir es nicht weiter kontrollieren. Und es kommt eine Gegnerkarte. Ein alter Kreis. Ja, für oben könnte man eigentlich gut verwenden. Problem ist natürlich, ja, die Giftfallen, das heißt die Giftfalle, Singular, die bringt uns hier dann nicht wirklich weiter. Ich überlege deswegen, ob wir den haben wollen oder der unten. Erst einmal müssen wir ja schauen, wo er denn standardmäßig hingehen würde. Fürs kürzeste, 1, 2, 3, fürs kürzeste Dungeon. So. Sind jetzt beide mehr oder weniger gleich lang. Also sie sind gleich lang, Punkt. Das heißt, daran macht sie nicht aus. Anziehung 1. Auch Anziehung 1. Ja, ich würde sagen, wir geben einen Diplomatiepunkt aus. Der Gegner hat gerade genug zu tun, der wird keinen ausgeben. Deswegen wir die Sache hier quasi behalten können. Und er kommt in unser Dungeon. So. Ja, jetzt kommt die Gegnerrunde, wo die sich bewegen. Sprich, er geht rein, löst die Falle aus, die dafür 3 Runden aussetzt, wenn ich nicht täusche. Lege auf alle, genau, Dauer 3. Für 3 Runden lang wirkt sie. Ich mache jetzt nochmal 2 Marken drauf, aus Vereinfachungsgründen, weil ich ja eh gleich wieder einen weglegen müsste, End of Turn. Er löst das Gift aus und kriegt deswegen erst einmal 5 Giftmarken. Eigentlich will ich das Ganze nach vorne haben. Komm mal her. So. Und 5 Giftmarken für dich, Kumpel. Zack. Das war sein erster Schritt. So, Heldenphase hier unten. Er verliert seine Zeitmarke am Ende des Zuges, weil er kann nichts machen in der Heldenphase. Die Marke geht mehr oder weniger einfach nur weg. Aber ab nächsten Zug kann er auch wieder kontern. Ich lege die mal zur Seite. So, ab jetzt ist er wieder mehr oder weniger frei. Und unser alter Kreis hier, der bekommt 5 Giftschaden, da er 5 Giftmarken hat. So, wenn du nicht mitkommst, du böses Ding. Jetzt aber, komm. Kopieren, zack. Einfügen. Gut, das sollte ich vielleicht ein bisschen besser trennen. So. 5 Schaden klingt nicht viel, aber er hat erst nur 200. Zweitens, weil durch das Gift wird es mit der Zeit dann auch wirken. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir den krassen Lephosaurus irgendwo hinziehen. Die Frage wäre dann natürlich, wohin. Hier dürfte er stehen bleiben, hier dürfte er stehen bleiben, würde dann hier stehen. Und ja, ich sage das die, wollen wir das? Eigentlich wäre das ja gar nicht schlecht, ne? Schau mal gerade von der Population, wäre er. Also, ich behaupte mal, wir hätten im vorigen Zug das noch gemacht. Können ja später dann noch ein Türchen hinsetzen. So. Gut. Ja, das war's. Nächstes Segment. Das heißt wieder C-Segment von Spieler 1. Ein Nordbär. Das Problem ist, uns nehmen mangels an Mana auch. Okay, verstehe. Gut, wir machen also nichts. Bei dem warten wir ab, bis er uns angreift. Hier 20. 100. Aber ich kann da noch tauschen. Das heißt, wenn günstig gewürfelt wird, heilt er sich noch. Okay, ich finde, es lohnt sich trotzdem. Wir greifen mit beiden an. Machen wieder. Das war 52. Ja, es war 36, 6 macht 52 Schaden für ihn. Geht er auf 348. Aber er kontert natürlich auch mit seinem Angriff, da er jetzt nicht mehr gelähmt ist, unsere beiden Kreaturen mit seinen 20 Angriff. Weshalb die entsprechend Schaden bekommen. Zack. Und hier auch.
Zack, obwohl der hat Rüstung, Korrekturen, nicht 20 bei ihm, sondern 18. Gut. Was ich jetzt vorgegriffen habe, ist natürlich das neue Karte ziehen und ich habe auch die Diplomatiepunkte unterschlagen. Muss ich dreisterweise eingestehen. So. Ansonsten gibt es, glaube ich, bei, ich nenne jetzt mal Spieler 2 hier, nichts zu tun. Gezogene Schatzkiste bringt zwei Attraktionen direkt dazu, ist nicht schlecht. Aber ja, momentan weiß ich nicht, ob wir wirklich so viel Anziehung haben wollen. Aktuell sieht es nämlich noch ein bisschen gefährlich aus. Deswegen, wir lassen das vielleicht klugerweise erst einmal sein. Geben ab und kommen damit wieder zur Würfelphase. Eine 5. Bei einer 5 würde irgendwas passieren, höchstwahrscheinlich. Schauen wir mal da. Vielfaches, an die Vielfach von 10, Verzeihung. Da, unsere Gaias Berührung. Die kriegt eine Aufladungsmarke, geil. So, zack, eine Marke drauf. Ansonsten hat hier keiner ein Vielfaches von 5. Ne. Wie sieht es hier aus? Der Troll kriegt eine Population dazu. Du würdest einen dazu kriegen, bist aber voll. Okay. Das war's. Gegnerphase. Das heißt erstmal die Kartenphase. Ein Ruhmsucher. Ja, für oben wäre der eigentlich schlecht. Unten würde eh kein Ruhmsucher wollen. Was kriegt er für einen Bonus? Für meiste Kreaturenkarten. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Hier unten sind garantiert mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Da wir hier unten keinen haben wollen, sage ich mal. Und wir hier oben noch gut einen vertragen können. Das Problem ist, lasst mich nachdenken. 3, 6, 7. Ja, das wird dazu führen, dass wir da unten dann ein bisschen mehr Druck kriegen. Aber ist okay. Spielen ja eher sicher. Er kommt jetzt dahin. Stimmt, weil die Giftfalle aber automatisch noch wirklich keine Aufladung verliert, wäre es strategisch klug, den runterzulocken, dass sie beide konkurrieren. Jetzt müssen wir kurz nachdenken. Die Falle hier macht nicht wirklich Schaden. 6x40 maximal. Da lacht er noch. Wir haben ja noch einen starken drin. Ja. Frage aller Fragen, ne? Wie machen wir es? Ne, ich glaube nicht, dass wir uns den hier unten aktuell leisten können. Dann muss er leider nach oben. Zugunsten von Spieler 1. Aber okay. Gut, Gegnerphase. Die Kollegen bewegen sich, sofern sie können. Und sie können. Er löst dabei die Pfeilsalve aus, die eine Aufladung verliert und macht. Oh, muss doch ein bisschen näher ran. Ich glaube 32. Ja, 32 Schaden. Geht er also auf 37 Schaden. So. Die Giftfalle wirkt nebenbei ja sowieso auf beide. Gibt beiden nochmal 5 Giftmarken. Verliert einen Timer. Und er befindet sich dann halt auf unserer Giftfalle. So, du kommst mal richtig hier auf die Falle drauf. Zack. Also, das ist richtig so, dass man erkennt. Und er greift natürlich den Dilophosaurus an. Er hat noch 4 Angriff. Das ist jetzt nicht dramatisch. Und kriegt noch einen Konter von 8 ab, womit er auf 45 Schaden geht. Er hier unten greift immer, also die Regel ist ja, es wird der nächstmögliche angegriffen, sprich nicht der Erinnerer, sondern davor. Macht unseren Engel hier nochmal 20 Schaden, kriegt aber auch noch einen Konter von 36 ab und geht deswegen auf 84 hinten. Haut das hin? 70? Ja, 84.
Und unsere sanfte Weise hier müssen wir wahrscheinlich dann bald mal austauschen. Gut. Nichtsdestotrotz, das war es jetzt erst einmal. Am Ende der Runde kommt der Giftschaden noch bei ihm 10, bei ihm 5. Und wenn er seinen ersten Schaden bekommt. Und dann geht es bei Spieler 1 weiter, der natürlich wieder einen Diplomatiepunkt erhält und eine Karte. Funkelnder Salamander. Den können wir nicht spielen aktuell. Wir halten ihn auch noch auf der Hand. Wie gesagt, die Decks sind punktetechnisch eigentlich ideal genug ausgelegt, dass man früher oder später alles spielen könnte. So, hab mir nur Platz gemacht. Gut, die Frage ist hier, was machen wir jetzt? Greifen wir Dilophosaurus an oder lassen wir es drauf ankommen und blocken? Wir lassen es drauf ankommen, denn wir haben durch die Giftfallen massiv Zeit. Hier unten sieht es allerdings anders aus. Kriegen erstmal wieder einen Diplomatiepunkt dazu. Zack. Und ja, ziehen eine Karte nach. Die werten wir auch entsprechend gleich ab, wenn wir brauchen Ladungen oder brauchen wir Ladungen? Eigentlich sollte ich das als Frage formulieren. Eigentlich brauchen wir keine Ladung, wir brauchen andere Karten, mit denen wir hier mal was machen können, wenn da mal endlich ein Gegner kommt. Am besten hier eine Falle. Deswegen, wir brauchen kurz Platz. Wir legen erstmal die hier hin und kriegen eine Ladung dazu. Aktuell sind wir so ein bisschen im eigenen Dungeon gefangen. Ja, um das zu beschleunigen, weil es nichts bringt, hier zu warten, sondern Nachteil ist, weil er sich auch ausbaut, greifen wir an. Es sind 36 plus 16, macht wieder 52 Schaden. Geht er auf hinten eine 6 auf jeden Fall, vorne 50 dazu, sind wir bei 430, 436 also. Er hier kriegt nochmal Schaden, geht auf 36, er kriegt Schaden 20, geht auf 60 Schaden, das heißt auf 40 HP. Gut, dann kommt wieder unser beliebter Rundenwurf. Eine 8. Da dürfte viel passieren durch Vielfache von 4. So, Vielfache von 4. Schauen wir mal. Unser Bärli ist ein Vielfaches von 4. Zack. Liefosaurus nicht. Und zur funkelnder Salamander, auch wenn er schwach ist. Und zur Folterschnitzer kriegt auch wieder eine Aufladung dazu. Gaias Berührung nicht. Und ja, das war's hier. Vielfache von 4. Ja, hätten wir hier den Folterschnetzler nur, aber der ist ja voll. Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Lass mich kurz nachdenken. Nee, passt natürlich alles. Gut, wunderbar. Dann kommt die Ereignisphase. Huch. Gut, der nächste Held kriegt eine Lederarmschiene. Dann kommt jetzt die Heldenphase. Unsere Giftfalle hier tut ja erstmal triggern. Der geht auf 10, geht auf 15. Sie verliert ihre letzte Zeitmarke. Zack, zack, komm mal kurz her. Also ihre letzte Aussetzungsmarke, nehmen wir es mal so lieber. So, die Helden versuchen sich zu bewegen. Geht aber nicht, weil der Liefosaurus im Weg steht. Das heißt, unser alter Kreis hier greift ihn an, wodurch er 4 Schaden kriegt. So, Liefosaurus greift zurück an mit 8. Geht er auf 63 Schaden. Gut. Das war hier oben alles und jetzt hier unten. Er greift unseren Engel an. Der steht kurz vorm Abnibbeln, deswegen werden wir den dann gleich tauschen. Er greift zurück an mit 40, also 36, geht er hinten auf 72. Hey, ist fast die Hälfte. Okay. Gut, dann ist unser Spieler 1 wieder dran, für den sieht es aktuell rosig aus.
Er kriegt einen Diplomatiepunkt. Zieht eine Handkarte nach. Je, das versteinerte Ei. Wie war das denn? Das muss ich nochmal kurz durchlesen. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Können wir ein bisschen größer? Sehr schön. Lege eine Ladungsmarke bei einem Vierfachen von 2. Entschuldigung, lege eine Ladungsmarke auf versteinertes Ei. Lege dann 5 oder mehr Marken auf ihm. Opfer es, deck dir um 4 Karten deiner Bibliothek auf. Du kannst kostenfrei einen aufgedeckten Saurier wirken. Wenn du ebenso viele aufgedeckte Räume minus 2 auf deinen Friedhof legst. Lege die restlichen Karten unter dein Deck. Der Saurier kommt mit einem Level plus 1 Marke ins Spiel. Gut. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich schlecht. Ah, macht man wieder eine Zwischenspeicherung. Okay. Würde ich sagen, das hauen wir direkt raus. Wir haben ja noch ein freies Feld. Gut. Ist auch gut genug beschützt. Brauchen uns keine Sorgen machen hier. Ne, kriegst nicht drauf. Genau, ist egal. Wir wissen alle, wo es liegt. Ja, hier gedulden wir uns wieder ganz brav. Gehen zu unserem Spieler 2. Der kriegt natürlich auch erstmal wieder einen Diplomatiepunkt. Ja, vielleicht muss ich doch noch ein bisschen raus. So. Zack. Einen dazu, nicht einen weg. Zieht eine Karte nach. Voll was besser, ne? Ist auch krass, wie der Unterschied ist. Ich habe die Auswahl zwischen 100 und 300%, wenn ich klicke. Oder ich muss immer einzeln zoomen. Was ein bisschen nervig ist. Aber gut, dann lassen wir es halt bei 300. Kalzittür, schön blocken können wir jetzt wie verrückt erstmal. Hilft uns aber erstmal nicht weiter. So, ganz, ganz, ganz wichtig ist für uns jetzt, dass wir tauschen. Denn unseren lieben Engel hier wollen wir doch gerne am Leben lassen. Einer der anderen Engel auf 0 geht. Das ist nicht das Problem. Die dürfen auf 0, dafür sind die da. So lange bleibst du erstmal hier. Ach, du bist nur ein Vogel. Du bist auch kein Engel. Ah, wird eng. So. Wir haben getauscht. Und ich überlege mir gerade, wie wir am besten es schaffen mögen, Kreatur oder so hier noch hinzukriegen da vorne. Weil der Typ rennt hier irgendwie früher oder später durch. Egal. Wir greifen erst mit unserer Protektorin des Lichts an, die dann leider Konterschaden kriegt. Und zwar 18. 54. Und sie selbst richtet nur 16 an. Geht er auf 88? Ja. Gut. So viel dazu, würde ich sagen. Ereignisphase. Ach nee, Quatsch. Verzeihung. Rundenwurf. 16. Da dürfte nichts passieren. Oh doch, klar, alle Vierfachen von 4 sind ja auch 16. Sprich, unser Bärli hier kriegt eine Population dazu. Unser funkelnder Salamander kriegt eine Population dazu. Unser Folderschnetzler kriegt eine Population dazu. Okay. Wen haben wir noch hier nicht? 16. Ja, der Folterschnetzer theoretisch, aber der ist ja voll. Gut. Ereignisphase. Wo ist sie? Da ist sie. Der Kopfgeldjäger wird zusammen mit der leichten Lederarmschiene ins Spiel kommen. Die Frage ist nur, wohin? Was hat er denn? Eile. Eile wäre unten nicht schlecht, den könnten die vertragen. Hat auch wenig HP. Und hier oben. Ich überlege gerade, eigentlich müsste man sich als den hier oben den trotzdem krallen. Okay, jetzt wird es tatsächlich mal ernst, wer den kriegt. Für kürzesten Dungeon. Schauen wir mal. Das wäre tatsächlich oben, sprich, hier unten müssten wir jetzt aktiv werden. Und wir müssten die 3 ausgleichen. Also zahlen wir mal 4 Diplos. Da haben wir vorübergehend eine Attraktion von 5, der hat oben 4 aktuell.
Und ja, jetzt geht es darum, wer mehr bietet. Für ihn wäre es jetzt ja aber einfach clever, weil der unten schon so viele bezahlt hat. Falls ein Held ins Spiel kommen würde, kommt er stattdessen erst nächsten Zug ins Spiel. Es wird nicht ersatzweise eine Ereigniskarte gewirkt. Das spielen wir jetzt. Denn ein Grenzwert dürfen wir noch übrig haben. Den haben wir, glaube ich, extra übrig gelassen. Genau. Und wir heilen uns um 4. Mal anders ausgedrückt, er hat seine Diplomatiepunkte gerade verschwendet. So, wir heilen uns um 4, habe ich gesagt. Gehen also auf 88. Und er hier wartet noch einen Zug. Gucken wir nach vorne. Okay. Jetzt muss ich nur überlegen. Der war fertig, der war fertig. Genau, Heldenphase. So, die Giftfalle wirkt nicht mehr. Das heißt, die. Wie war das denn? Weil der aktivierte sich wieder. Kleinen Moment. Anordnung ganz nach vorne. So. Radius 1, Dauer 3. Die aktiviert sich tatsächlich sogar wieder. Zack. Ja, so vielleicht schon vorschnell, hätte gern hier einen mindestens. So. Kriegt wieder also Zeitmarken. Ich gebe wieder nur zwei, weil sie ja sowieso dann entfernt werden. Du bist nach wie vor ganz vorne. Und es werden hier wieder Giftmarken verteilt. Was richtig gut ist. Okay. Die Falle hier unten löst auch aus. Zack, zack, zack. Eine Marke weg und 32 Schaden. Geht er auf 95. Greift den Liposaurus an. Verursacht 4 Schaden. Der Liposaurus hat immer noch HP. Und der Liposaurus kontert mit 8 Schaden. Achso, Entschuldigung. 8 mal 4 sind 16, 32. Ich glaube, das hatte ich vor uns gar nicht berechnet. Habe ich auch nicht. 32. Das hat er jetzt schon zweimal gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Also 64. 64, 96, wenn wir so wollen, abzüglich 2x8, sprich 16, also 80 Schaden, wenn wir das noch perfekt nachverrechnen. Da ist er schon bei 175, okay, gut. Hier unten. Ja, hier unten, er greift die Erale Akolytin an. Die Erale Akolytin kriegt 20 Schaden, verteilt auf 4 HP heißt, sie verliert ihre komplette Population und geht auf 0. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Position und Größe. Zack. Zack. Aha, funktioniert nicht. Sehr schön. Warum klappt das nicht? Weil ich falsch bin. Deswegen. So, wir drehen es um 90 Grad. Sie ist getappt, wenn wir so wollen, da sie null Population hat. Ach, was wir vergessen haben, Vielfaches von 4. Das Ei hat ja auch den Effekt, dass es Ladungsmagen bekommt, wenn quasi eine gerade Zahl gewürfelt wird. So, das haben wir ja gar nicht gemacht. So, die Aerolite Akolytin kontert allerdings auch noch. Problem ist, sie richtet nur Schaden an. Weil 4 Angriff minus 4 Instant Verteidigung ist 0 bei der Population. Bringt also nichts. Wir haben hier keinen Gewinn gemacht. So. Er schreitet weiter vor. Oder? Greift er an und schreitet dann vor, muss ich überlegen, wie es hier einfach schreiten. Doch, das geht. Weil sonst wiederbelebt werden könnte, genau.
Problem ist, sie können wir jetzt auch noch nicht zurückziehen. Wir können sie mit der Toten umtauschen, aber wir können sie nicht auf die Falle selbst ziehen. Das ist gegen die Regeln. Ja, jetzt fängt es an, eng zu werden. Aber es ist ein Engel gestorben. Deswegen, einer deiner anderen Engel auf 0 geht, kannst du all deine Kreaturen um 20 HP heilen. Das machen wir doch mal. Zack. Zack. So. Das muss ich noch ganz kurz überlegen. Genau. Unser erster Spieler ist wieder dran. Unser erster Spieler kriegt einen Diplomatiepunkt dazu. Und zieht eine Karte nach. Sehr schön. Ein Räumli. Den brauchen wir auch vom Platz her. Und spielen ihn mal direkt aus. Bekommen deswegen erstmal natürlich eine grüne Marke dazu. Ja, ansonsten üben wir uns ganz brav in Geduld und geben ab. Auch hier geben wir erstmal einen Diplomatiepunkt und ziehen eine Karte nach. Licht brauchen wir nicht so dringend, leider. Was wir bräuchten, wären Kreaturen. So, ich mache den Dungeon jetzt mal wirklich lang einfach. So, zack. Und bekommen wir halt eine Ladung. Die andere behalten wir auf der Hand zum Abwerfen. Das, weil wir ja hoffentlich irgendwann eine Kreatur nachziehen. Bewegungstechnisch ist es für uns jetzt ganz wichtig. Wir können alle zurückziehen. Das bringt auch nichts, weil er sich bewegen und angreifen kann. Oder bringt das was? Doch, können wir auch machen. Muss noch mal kurz nachdenken, aber das geht. Denn unser Engel stirbt nicht bloß dadurch dann erstmal. Und unser anderer kann nachrücken. Vielleicht haben wir Glück und würfeln irgendwann mal eine 20. Gut, die haben wir jetzt zurückgezogen. Ja, das war's auch schon wieder. Rundenwurf. Eine 3. 3 hat nicht viel. Weiß gar nicht überhaupt, ob wir eine 3 jetzt dabei haben. Sieht gerade nicht danach aus. Gut. Ja, die Gegnerphase, das heißt die Ereignisphase. Er wird jetzt ins Spiel kommen, die vorherige wirkt noch und beide würden wieder konkurrieren. Und kurzes Dungeon, er hier unten würde wieder 4 zahlen, um ihn in sein Dungeon zu locken. Das heißt, er muss 3 zahlen, oder? Ne, 3, wenn es gleich wäre, um sicher zu gehen, 4. Und oben würden wir genau denselben Zug wie gerade eben machen. Wir spielen unseren Zauber und verzögern das eine Runde lang. Bekommen noch 4 HP dazu. Gehen deswegen auf 92. Dann kommt wieder die Gegnerphase. Und das bedeutet in diesem Fall hier, stimmt nicht, Verzeihung, die Fallen triggern ja noch. So. Muss ich überlegen, gibt noch mal ein Gift ab? Ja. Das heißt, beide kriegen noch mal 5 Giftmarken drauf. Die habe ich vor uns gar nicht berechnet, richtig? Stimmt, dann ist er nämlich schon hier gewesen. Und du? Ich habe das Gefühl, ich habe die mehrfach nicht berechnet. 15, 15? Müsste bei 5 plus 10 plus 15 mal 30 sein. Bei ihm weiß ich es nicht, jetzt nicht genau. Auf jeden Fall triggert unsere Giftgasfalle. Ach nee, den habe ich jetzt erst auf 15 gesetzt. Alles gut, alles gut. Bin ich doch wieder unsicher. Der muss 5-fach von 5 haben. Genau, der geht auf 20. Da hat er doch schon 30 Schaden sogar. Gut, okay. So. Ja, er greift den grasenden Liefosaurus an, macht 4 Schaden. Der Liefosaurus verliert eine Population. Hat dafür aber erstmal keinen Schaden mehr. Im Gegenzug kriegt der alte Kreis den Konter ab und verstirbt auf tragischste Weise. Wobei er uns einen Siegpunkt hinterlässt.
Da ist der Friedhof. Das gibt ihn irgendwo. Zack. Und einen Siegpunkt her, bitte. Der Ruhmsucher seinerseits wiederum ist dran. Der rückt gleich auf die Falle vor, deswegen mache ich schon mal eine Ladung weg, weil sie schießt und macht ihnen 32 Schaden. Abzüglich der Rüstung von 2 macht 30 Schaden. So, er rückt vor. Und greift auch den Dilophosaurus an, der mal direkt einen fetten 20er abkriegt. Der Dilophosaurus kontert aber noch mannhaft mit 3 mal 8 minus 2 minus Rüstung, macht 18 Schaden, geht er auf 78 hier. Weiter unten geht es auch sportlich weiter. Auch hier haben wir unseren Ruhmsucher, den habe ich zusammengepackt, ne? Ja. Unseren Ruhmsucher, der eins vorrückt. Und unsere sanfte Weiße attackiert. Die kriegt 20 Schaden und kontert zurück mit 40, also sprich 36. Womit er hierbei 524 steht. Ich bin mir 100% sicher, dass wir den nicht tot kriegen. Egal wie clever wir spielen, der wird durchkommen. Gut, können wir nicht ändern. Ist so wie es ist. Was soll's. Egal. Ich überlege gerade, ob wir es versuchen oder ob wir sagen, na gut, dann retten wir wenigstens sie hier. Sie kriegt ja immer 18 Schaden. Das heißt. 18 Schaden. Sie hat noch 46, wird noch 3 Attacken aushalten. Das heißt, sie könnte selbst noch 16 mal 3, 48 anrichten. Dann wären wir immer noch weit, weit, weit von den 1000 weg. Der Troll hier, okay, ein bisschen Schaden macht er. Er macht sogar am meisten Schaden von allen aktuell. Hält ein bisschen was sogar aus. Aber ich weiß nicht. Ach, wisst ihr was? Versuch macht klug, ne? Vor allem, wenn sie stirbt, dann heizt sie nochmal. Wir tauschen also die Position unseres Getöteten mit unserem Engel, weil quasi ein Feld nur dazwischen liegt, weil wir die Falle ja selbst nicht rechnen dürfen. So. Gut. Moment, das ist jetzt ja schon der nächste Zug gewesen. Das machen wir dann im nächsten Zug. Hier war ja erstmal nur der Angriff gewesen, genau. Ja, aber wie gesagt, hier sieht es eng aus. Gut, dann kommen wir wieder ganz normal. Ah ne, Entschuldigung, der Giftschaden, der fehlt. Diesmal dran gedacht. Wir kriegen erstmal hier wieder einen Diplomatiepunkt dazu. Zack, gehen auf 25, ziehen eine Karte nach. Yay, es ist ein Natürli. Eine natürliche Karte. Wahrscheinlich werden wir auch, ja, wir brauchen Platz, raus damit. Kriegen einen Natur dazu. Und da unsere Kreaturen sich ja erstmal ein bisschen aufladen müssen, zahlen wir gleich einen Natur, das heißt wir zahlen zwei Naturen. Und holen unseren Bär ins Spiel. Der ist nämlich relativ gut für sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Kriegt natürlich auch Populationsmarken, startet wie immer bei ein. Das heißt, es ist noch cleverer. Wir tauschen die beiden Positionen. Na, komm her. Weil unser Funkelnder Salamander ist erfolgt, das heißt, er kann ruhig ein bisschen Schaden erstmal einstecken, wenn es dann mal zum Kampf kommt. So. Da kommt eine 1 hin. Gut. Ja, tausche noch die Position von den beiden, dass der Bär eher voll ist als erste Bär, ist 100% garantiert. So. Ja, hier sieht es nach wie vor gut aus. Ich überlege, ob ich den Dilophosaurus zurückziehe.
denke auch nicht, wir können ja spontan dann hinterher mit denen tauschen. Gut. Liefesaurus, du schiebst erstmal Wache. Ach, jetzt sehe ich das Problem. Nee, wenn er stirbt, dann ist trotzdem die Wand davor. Okay, gut, kein Ding. So, hier unten haben wir schon gemacht, dass wir die Position verändert haben von den letzteren. Diplomatie geht auf 18. Zieh eine Karte nach. Oh, was ist das? Was nennst du? Hältst du X-Attraktionen? Brauchen wir erstmal nicht. Und wir heilen uns ein bisschen. Gut. So. Euch habe ich schon bewegt. Euch beide hier würde ich noch tauschen. Auch wenn du auch nicht viel aushalten wirst. So, unsere sanfte Weise hier. Und unsere Protektorin greift ganz mutig den Ruhmsucher an, kriegt selbst erstmal 18 Schaden, geht also auf 52 Schaden und verursacht selbst 16, deswegen der auf 240 geht. Das war's auch schon wieder. Ereignisphase. Nach wie vor will der ins Spiel kommen, nach wie vor würde hier unten 4 Diplomatie gezahlt werden. Und da die beiden in Konkurrenz stehen und auch eine dringende Konkurrenz ist aktuell, können ja beide so viele Diplomatiepunkte bezahlen, wie sie lustig sind. Deswegen behaupte ich mal, wir machen das jetzt über die Diplomatiepunkte. Ich ziehe unten einfach mal 4 ab. Huch, wo sind sie da? Ziehe 4 ab. Haben wir bei 14, wenn wir alles investieren, einfach nur weil es mathematisch nicht ausgleichen würde, man kann da ja pokern, müsste er 15 zahlen, wenn denn keine Zauberkarte gespielt wird. Sehe jetzt aber auch keinen Grund dafür. Wo ist es da? 10. Theoretisch lässt sich jetzt so pokern oder auch mit den Zauberkarten weiter pokern. Und ich überlege, ob wir das tatsächlich machen, warum auch nicht. Zum Beispiel hier, inspirierende Anziehung. Ganz nach vorne bitte. Bis zum Ende des Zuges, plus 2 Attraktionen. Ziehe 1, Klammer 0,25, also eine Karte nach. Und das können wir durchaus gebrauchen. Wir wollen ja sowieso irgendwann in die Fallen ran. So, haben wir noch ein Licht gezogen. Hier oben muss nachgerüstet werden. Können selbst unseren Zauber spielen. Oder wir geben Diplomatiepunkte aus, was strategisch klüger wäre. Weil jetzt muss unten wieder nachliefern. Und wir schauen mal unten, ob es was gäbe. So. Bis zum Ende des Zuges setzt du X Attraktion, X der Augenzahl des Wurfs entspricht, zieh eine Karte und heile dich um 4. Wird mir trotzdem machen. Allein um die Karte auch nachzuziehen. So, ziehe eine Karte nach. Zwei Attraktion, nicht zwei, das ist falsch. Komm mal vor, du bist ganz nach vorn. Ein D6-Wurf. Vier. Okay. Das heißt, oben müssen wieder 4 nachgezahlt werden. Was natürlich an sich noch nicht das Problem ist. Jo. Hier ziehen wir noch eine Karte nach und kriegen 4 AP dazu. Ein kleines Goldsäckchen. Ich lege euch mal untereinander jetzt. So. Was ich noch gar nicht gemacht habe, ist der allgemeine Rundenwurf. Den holen wir jetzt mal schnell nach. 15. Ja, das dürfte doch für Licht ganz gut sein, für Natur eher weniger. 15. Hier kommt eine Marke dazu. Das ist ja doch wieder gut für alle. Da die sind noch voll. Du hast kein 15, 4, 4, 4, 10 auch nicht. Auch kein Gerade. Der Troll geht auf Full. Was ganz gut ist im aktuellen Fall.
Hier passiert nichts, hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier kommt eine Ladung dazu. So, 5. Herzlich willkommen wieder im Spiel. Drehung 0. So, ist wieder dabei. Ansonsten, ja. Passiert da auch nichts. Gut. Das bedeutet also, dass ich nicht in der Lage bin, die Maus richtig zu ziehen. Nein. Das bedeutet, er kommt hier mit seiner Rüstung ins Spiel. Zu Spieler 1. Und Spieler 2 kann nichts dagegen tun. Hier geht die letzte Zeitmarke weg. Werden nochmal 5 Giftmarken verteilt. Und der Ruhmsucher ist dran. Greift den Diphosaurus an. Kriegt 20 Schaden. Das heißt, 4 gehen sogar noch rüber. Und er geht auf eine Population von 2. Macht vorher noch Konterschaden mit 3x6, also 18 Schaden. Heißt, 116 stehen jetzt hier drauf. Der Kopfgeldjäger, der bewegt sich 2 Felder vor. Landet dann hier und ja, war es erstmal. Der hat Eile, deswegen 2 Felder. Hier unten ist nach wie vor gefährlich. Unser Ruhmsucher kämpft jetzt mutig gegen den Riesenadler. Der Riesenadler macht 8 mal 2, sprich 16 Schaden. Und der Ruhmsucher selbst macht 20 Schaden, schmeißt damit einen der Adler hinunter. Zack. Und es verbleibt ein Adler. Ja, ich würde jetzt sagen gut, aber für unten sieht es einfach nicht gut aus. Aber für heute soll es gewesen sein. Ich sehe gerade, das ist ja schon wieder locker 45 Minuten rum. Machen wir uns noch einen ganz kleinen Überblick, wo wir jetzt gerade gesehen haben. Es sieht nicht gut aus für Spieler 2. Wir haben unten zwar haufenweise Mauern, aber die bringen uns eigentlich aktuell nichts. Wir kriegen keinen mehr ins Dungeon rein, weil oben erstmal alle abzieht. Haben auch keine Diplo-Punkte mehr oder irgendwas anderes. Aber was wir noch machen könnten, das überlege ich gerade, gib mir einen Moment. Wenn wir das machen, täten. Nee, der Troll ist voll. Da hätten wir bloß hier durch einen Gewinn. Nee, ich hätte überlegt, ob wir den Wurf verdoppeln, aber haben wir nicht wirklich was davon. Egal. Ja, hier unten, wie gesagt, können wir einen wahrscheinlich aufhalten, aber ihn, er wird höchstwahrscheinlich durchkommen, einfach weil er so fette Rüstung hat. Schade, da gehen uns ja Siegpunkte verloren. Hier oben sieht es einfach so besser aus, dadurch einfach, dass wir das Glück hatten, dass beide Giftfallen da sind, können wir uns quasi fast jeden Gegner hier relativ schnell weghauen, weil wir sinnvoll blocken. Ja, durch den Ruhmsucher haben wir alleine, ich glaube, 3 bringt er, ne? Muss man kurz mal genauer schauen. Ne, ich wollte es größer haben. Weigerst du dich? Gut. Da. Ja, der Ruhmsucher alleine bringt 3. Ich habe vergessen, den Schaden zu machen. Bringt alleine 3. 4, 5. Dann wären wir hier oben schon bei 9. Also wir stehen hier kurz vorm Sieg von Spieler 1. Und ja, wahrscheinlich wird das auch so ausgehen. Aber ich verabschiede mich. Hoffe, dass wir das nächste Mal die Partie zu Ende kriegen. Bis dahin sage ich, mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss.